The Dalton Brothers, Robert and Grattan. Oh Gott sei Dank, Guardians of the Garden of the Dead. Ich muss nicht alles machen. Wäre auch hart. Aber es ist dann doch schon ganz schön viel. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James and Jim Reed. Each one deader than the next. Alter, das ist ja viel zu krass. Ach, der steht direkt vor meiner Nase. Was? Boah, ist das übel. Was geht denn hier eigentlich ab? The Dalton Brothers, Robert and Grattan, Guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Echt schon, dass ich die alle mit einem Schuss erledige. Jesse, Woodson, James und Jim Reed. Each one deader than the next. Ich muss irgendwie schauen, dass ich ein bisschen mehr in Bewegung bleibe. Jetzt muss ich die killen. Oh. Wo? Finally, I saw Harry Alonzo Longaball. The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd see him alive. Alter. He was alive. Alter, das ist mir zu viel. Bitte ist da ein Checkpoint vor dem Typen. Heilige Scheiße. Okay. Ohne Witz, dann lege ich jetzt ein bisschen Dynamit nach. Kann man nämlich prima ablenken mit Dynamit. Bam! I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, aka Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. Was? Der Gute, der Böse und der Tote. Alter. Gibt's jetzt das Mega-Duell? Oh, holy shit. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked him about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Etta's mine, and so is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question. But those boys didn't give me much of a choice. Okay. Alter.
wechseln in einem Mexican Standoff mit Q und E deinen Fokus auf den Gegner, der dich ansieht. Ach du Scheiße, auf was ich jetzt alles achten muss. Fuck! Okay, das ist hart. Du musst genau gucken, auf wen du... Also wer zuerst... Alter, das ist hart. Das ist richtig hart. Das ist richtig hart, finde ich. Ganz ehrlich, ich warte jetzt einfach, bis der Herzschlag kommt und dann werde ich wechseln. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Wow, das war ein ekelhaft geiles Duell. Mexican Standoff. Woo! Butch Cassidy and the Sundance Kid, ehrenhaft getötet. Dankeschön. Woo! Grauwolf, der Medizinband der Apache gab es dann müsste der Warnung mit auf dem Weg und wies ihn an, sich nicht von der Verbitterung und Hass vergiften zu lassen. Das kennen wir ja bereits. Schlussakt. Wie? Ist jetzt schon dann vorbei, oder was? Butch Cassidy and Sundance Kids. Bunch waren die letzte der berühmten Banden von Gesetzlosen des Westens. Ah, okay. Silas machte mit Johnny Ringo und dem kurzen Prozess, aber Bob konnte seine Rache entziehen. Das ist natürlich schade. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Old man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. Oh, mit der mexikanischen Münze. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. Well, I was a different man back then, crazy, drinking. I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, I... But you can't, Bob. What the fuck? Alter. Boah, ich hab grad am ganzen Körper Gänsehaut. Wer hat denn bitte damit gerechnet, dass du die ganze Zeit die Geschichte auf der Suche nach Bob erzählst? Alter, fuck, Emmy läuft... eiskalter Schauer am Rücken runter. Und jetzt muss ich auch noch entscheiden, wie die Story endet. Ey, ne. Vergebung oder Vergeltung? Fuck. Ey. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Das macht mich gerade übelst fertig. Vergebung oder Vergeltung? Fuck. Ich weiß es nicht. Irgendwie... Es ist so witzig, die Geschichte, wie sich der Kreis schließt.
Warum hat er mir zugehört, wenn er wusste, dass ich die ganze Zeit auf der Suche nach ihm bin? Bob, Vergebung oder Vergeltung? Vergebung oder Vergeltung? Es ist eure Entscheidung. Ich will das nicht entscheiden. Ihr entscheidet es. Drückt entweder jetzt hier irgendwo aufs Bild auf Vergeltung, um Vergeltung zu erlangen, oder vergebt Bob. Es ist eure Entscheidung, nicht meine.